Wir haben zum Ende des Kalenderjahres mal die Protagonisten des 1. FC Lok Leipzig zu ihrem blau-gelben Moment 2015 befragt. Der blau-gelbe Moment für mich in diesem Jahr war die Nachricht, dass das Bruno-Blacher-Stadion wieder in unser wirtschaftliches Eigentum übergegangen ist. Nicht ganz, da kann ich auch mal gerne das Wort, das ist mir auch ein Bedürfnis, mal Herrn Löwe. Wir haben zurzeit schon einen Bauantrag gestellt, um die Kapazität auf 13.000 zu erhöhen. Also der Bauantrag liegt schon beim Bauordnungsamt der Stadt Leipzig vor. Mein blau-gelber Moment 2015 war das Tor von Markus Krug in Bischofswerda, weil ich nie geglaubt hätte, dass er tatsächlich noch ein zweites nachschiebt, nachdem er mich beim ersten schon so vorgeführt hat und ich letztlich halbnackt auf der Tribüne sitzen musste. Ab! Ball ist am Strafraum, Krug mit Kopf, Tor. Tor, Markus Krug macht das fünfte Tor, Wahnsinn, was ist hier nur los? Was war denn das mit deiner Wette, Marco? Der schönste Moment dieses Jahres war die Nominierung von Ramon Hoffmann für das Tor des Monats in der ARD. Schinke, Flanke auf Hoffmann und Fall rückt sie und... Ein Traumtor! Was für ein Traumtor! Tor 1. Ramon Hoffmann. 1. FC Lokomotive Leipzig. Im Spiel der NOFV Oberliga Süd gegen den SV Schott Jena. Ja, was war mein blau-gelber Moment des Jahres? Also es gibt da sehr viele Momente, aber ich glaube für mich ganz persönlich, der blau-gelbe Moment des Jahres ist definitiv meine Ernennung, Berufung ins Präsidium. Und das ist definitiv etwas, was ich wahrscheinlich mein Leben nie vergessen werde, dass ich diese Chance bekommen habe, hier aktiv mitzuwirken und mitzugestalten. Und das ist mein blau-gelber Moment des Jahres. Mein blauer-gelber Moment war die Einwechslung von Daniel Becker nach seiner schweren Schlüsselbeinverletzung. Mein blau-gelber Moment dieses Jahr war, dass ich ohne Einwilligung von Ralf Nowak nach Holland gefahren bin. Mein schönster Moment oder mein blau-gelber Moment im 2015 war, dass ich endlich mit Paul Schinke in einer Mannschaft spielen darf und mit dem ein schönes Bier trinken durfte. So, Schinke, Tor! Tor. Ganz locker lässig, Paul Schinke. 1-0. Wahnsinn. Gespielt 16 Minuten. Hier in Bischofswerda und der 1. FC Lok Leipzig führt 1-0. Mein blau-gelber Moment in diesem Jahr, ganz klar, das Zurückholen der Markenrechte und des Logos und das wieder in unseren Besitz zu bringen der Bruno-Blacher-Stadion. Herr Jansen, für uns hier in Leipzig, für Lok Leipzig ein Riesentag, für Sie auch. Erstmal herzlich willkommen bei Lok Leipzig. Dankeschön. Ja, ich habe vor kurzem einen Anruf gekriegt von Herrn Kessler und es war von Anfang sofort positiv und dann sind wir im Gespräch gekommen, ging natürlich um Logo, wie können wir das machen. Wir sind uns entgegengekommen, es war ein vernünftiges Gespräch und dann bin ich jetzt hier und jetzt haben wir unterschrieben und jeder ist zufrieden, denke ich mal. Mein blau-gelber Moment 2015, das waren eigentlich drei blau-gelbe Momente. Zum einen das Fußballfachmagazin Elf Freunde beschimpfte mich als Michael Baffo. Die wirklich wichtige Aktion war für mich der Einmarsch der Nachwuchsmannschaften des 1. FC Lok Leipzig ins Bruno nach dem Erfurt-Spiel. Und natürlich die Aktion, als mein Kollege Marco Hoffmann seine Spielwette gegen Markus Krug einlösen musste und am kältesten Tag des Jahres bei gefühlten 15 Grad minus 11 Minuten lang oben ohne moderieren durfte. Jetzt Venture Freistoß nach hinten. Gut, das ist Krug! Tor! Scheiße! Und Markus Krug macht das Tor und ich bin dran, glaube ich. Ja. Es ist soweit, das Tor von Markus Krug. Du hast es jahrelang herbeigesehen. Er vergisst es hoffentlich, er hat es hoffentlich vergessen. Du hast es jahrelang herbeigesehen und jetzt das ist es zweite soweit. Tor für Markus Krug. Hallo liebe Leute, mein blau-gelber Moment, das war dieses Jahr der Gewinn des Jubilee Cups durch unsere D-Jugend anlässlich 1000 Jahre Leipzig
bei uns im Stadion. Super Sache. Gratulation nochmal. Mein blau-gelber Moment war der Rückerwerb des Bruno-Blache-Stadions. Das war einfach geil. Ja, ist natürlich heute insbesondere als Präsident ein sehr toller, ich darf das auch sagen, ein historischer Tag, da wir seit heute Morgen wissen, dass das ehrwürdige Bruno-Blache-Stadion Gelände wieder im Besitz des ersten FC Lokomotive Leipzig ist. Das ist für uns schon ein ganz entscheidender Schritt, wenn man denkt, dass wir auch vor einem halben Jahr wieder die Rechte an unserem Logo erworben haben und jetzt im Grunde als Highlight für mich das Stadion, weil dieses Stadion ist in seiner identifikationsstiftenden Wirkung nicht zu überschätzen. Das ist einfach so. Bruno-Blache-Stadion ist für die Fans und die Mitglieder des Vereins natürlich ein Angelpunkt und hat also da eine große Identifikationswirkung. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass uns das gelungen ist, vor allem mit der Hilfe von Herrn Striebe wieder nach Hause zu holen, das Stadion. Und ich bedanke mich auch insbesondere an Herrn Olaf Winkler, der bei den nicht einfachen Verhandlungen das Präsidium, Zusammenarbeit mit uns, mit mir, das wesentlich beigetragen hat, dass wir heute hier sitzen und mal bekommen können. Und so geht es mir etwas Gänsehaut in dem Moment. Fängst du an, sagst du was? Nee. Achso, ich sag einfach. Dann lass mal starten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von... Hä? Hallo, ich bin Julian Nathan Resnerek. Ich bin 23 Jahre. Hiromu Watahaki und Norikazu Watahiki. Ja, schon immer Watahaki, Watahiki, Watahiki. Nee, ist nicht schwer, das steht ja da. Hiromu Watahiki. Achso. Mein Name ist Armin Kitz, 27 Jahre alt und ich spiele Tischtennis. Nee, kann ich nochmal? Nein. Warte, stopp. Du musst mindestens einmal Bro sagen. Nein, okay. Okay. Ich spiele bei Lok Leipzig im Mittelfeld und Abwehr. Hallo Steffi, hallo Thomas. Ich bin nicht verheiratet. Im Moment jedenfalls. Es kommt. Sprintzinger, schieß ihn an! Basolo! 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 Und Tor! Zu diesem Raum gibt es im Lauf der Saison noch ein paar. Können wir? Okay. Ja, kann losgehen. Ja. So, Markus Krug, weibliche Fans werfen dir jetzt schon die Schals zu. Der Wasser hier. Und vielleicht der gastronomische Leiter ist verschwunden. Der sagt auch vielen Dank. Hä? Was haben wir hier? Spielfrei? Lass laufen. Denn wir sind hier zu Gast beim SV West 03. West 03. SV West 03. Lokhof de Fer. Das erzählt uns jetzt. Ich bin dafür, dass Grille mal die Anmoderation macht. Komm, jetzt kommt Grille. Der macht das jetzt mal. Komm her, Grille, mach mal. Komm, mach. Nein. Sag jetzt was. Ich bin mal bei den Trainer da, zu einem Herr Dr. Falk Müller von SV Schott Jena und Heiko Scholz, der Trainer des ersten FC Leipzig. Wir haben erst die Gäste das Wort mit Herrn Müller. Herr Müller ist nicht da. Ja, Entschuldigung. Nee, das macht nichts. Nicht, denn wir sind zu Gast bei SV. Ein Benefizspiel zu Gast beim SV West 03 in Leipzig. Und an der Stelle nochmal schöne Grüße an den Präsidenten von Bischofswerda. Was ich da gerade gesehen habe, da hinten aus dem einen Haus aus der Garage kam ein Auto rausgefahren. Ja. Oder mit einer Familie. Und die haben sich gewundert, was hier für ein Aufschrei ist auf einmal. Die dachten, die wird gejubelt, weil die aus der Garage fahren. Vielleicht. So. Hier wird trainiert, hier wird gearbeitet. Hier kommt Grille. Grille würde auch gern was sagen, aber er hat sich erkältet und von daher kann er nur einmal freundlich winken.
Weiß schnell, nee, ist ja komplett Schwachsinn, was ich hier mache. Ja, mit Heiko Scholz im richtigen Mikrofon hat doch etwas sagen. So, hallo zusammen. Also ich kann von mir sagen, ich habe eine Baguette-Scheibe gegessen mit Schinken, eine Baguette-Scheibe mit Lachs und eine Baguette mit Schinken, nee, mit Schinken, eine Baguette-Scheibe mit Lachs und eine Baguette-Scheibe, eine Scheibe. Und eine Baguette-Scheibe mit Käse. Und ich hast du da schon noch Dreck am Stecken. Lokruf-Radio. Wir übertragen alle Pflichtspiele des 1. FC Lok Leipzig live.